Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzeit für euch und willkommen zum nächsten Teil von meiner kleinen One Piece Videoreihe über Blackbeard. Wurde auch Zeit. In meinem letzten Blackbeard Video habe ich euch ja erklärt, warum ich der Meinung bin, dass Blackbeard der Endgegner von Ruffy im Manga sein wird. Und weder behaupte ich jetzt irgendwer noch irgendwas anderes. Aber die wirklich sehr viel interessantere Frage, die viele von euch wahrscheinlich haben, ist: Wie zum Geier ist es eigentlich möglich, dass der Typ zwei Teufelsfrüchte auf einmal hat? Und genau deswegen möchte ich in diesem Video hier folgende Frage klären. Wie funktioniert eigentlich Blackbeards Teufelsfrucht? Vorab wie immer die obligatorische Spoilerwarnung, denn ich befinde mich immer auf dem aktuellen japanischen Kapitelstand. Das heißt, wenn ihr nicht genauso weit seid, könnte es vorkommen, muss aber nicht, dass ich euch böse spoilere und deswegen, ihr wurdet gewarnt. Wenn man über Blackbeard und seine Teufelsfrucht sprechen möchte, da sollte einem zuerst einmal klar sein, dass Blackbeard wirklich eine sehr, sehr besondere Teufelsfrucht hat. Und um das alles in den richtigen Kontext zu bringen und das alles richtig bewerten zu können, empfehle ich euch dringlichst, erst einmal meinen One Piece Teufelsfrucht Guide zu gucken. Da habe ich die meiner Meinung nach wichtigsten Informationen zu Teufelsfrüchten zusammengefasst in einem Video. Also guckt am besten erstmal das Video, wenn ihr es noch nicht kennt, um ein gewisses Teufelsfrucht-Grundwissen zu haben, damit wir auch alle auf derselben Ebene erstmal sprechen. Und dann kommt ihr zurück und schaut euch dieses Video an. Naja, zumindest fände ich das echt knorke, wenn ihr das machen würdet. Okay, legen wir los. Laut Blackbeards eigener Aussage hat er die stärkste Teufelsfrucht von allen. Und wenn man sich so anguckt, was er bisher so mit seiner Teufelsfrucht gerissen hat, dann würde ich diese Aussage so auch erstmal unterschreiben. So, dann gucken wir mal, was wir hier wieder heute alle haben, ne? Lysop bekommt eine Teufelsfrucht. Nein. Sanji stirbt im nächsten Kapitel. Doppelnein. Ruffy geht eine sexuelle Beziehung mit Nami und Robin. Ach, kommt schon, Leute. Das ist ein Shonen-Manga. Random Person, die im neuen Arc auftaucht, noch nichts gerissen hat und einfach nur auf einem Panel zu sehen war, joint der Strohhutbande. Nein, Mann! Blackbeard hat die stärkste Teufelsfrucht von allen. Ja, das ist okay. Da setze ich meinen Willi drunter. Blackbeard ist Besitzer der Dunkelheitsfrucht und ist damit zur personifizierten Dunkelheit geworden. Karfunkel, Karfunkel, im Arsch ist dunkel. Die Dunkelheitsfrucht ist eine Logia-Frucht, also eine Elementkraft. Aber natürlich hat der gute Teach direkt hier wieder eine Sonderlocke. Normalerweise kann man sich als Logia-Nutzer teilweise oder auch komplett in sein Element verwandeln, um so Angriffe durch sich durchgehen zu lassen. Teach hat aber den Nachteil, dass er das nicht kann. Er muss jeden Angriff, jede Pistolenkugel, jeden Schlag, jeden Schwerthieb, alles muss er in sich aufnehmen und er kann es nicht durch sich durchgehen lassen. Das ist natürlich ein großer Nachteil seiner Frucht. Okay, aber warum kann er jetzt, wenn er doch eigentlich ein Logia-Nutzer ist, keine Sachen durch sich durchgehen lassen? Das können doch schließlich alle anderen Logia-Nutzer auch. Das Problem liegt in der Natur seiner Kraft. Denn Blackbeard ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die personifizierte Dunkelheit. Und Dunkelheit steht in diesem Sinne für Anziehungskraft. Blackbeard ist ein lebendes schwarzes Loch. Schwarze Löcher ziehen einfach alles an und verschlucken es, selbst den letzten kleinen Lichtstrahl. Und deswegen ist Blackbeard einfach dazu gezwungen, alles in sich aufzunehmen. Alle Schläge, alle Angriffe, alles, was auf ihn zukommt, muss er aufnehmen. Er kann nicht entscheiden, dass es weggehen soll, höchstens wenn er wirklich jetzt physisch ausweichen würde. Aber ansonsten, alles, was auf ihn zukommt, muss in ihn rein. Dazu kommt noch, dass die Dinge, die in ihn reingehen, also die Angriffe und die Schmerzen, die er dabei empfindet, sogar noch stärker auf ihn wirken, wie bei einem normalen Menschen. Das ist natürlich alles ein ganz schön krasses Risiko und ein großer Nachteil. Aber er gewinnt dadurch einen sehr, 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 sehr großen Vorteil. Es ist nämlich so, dass Blackbeard nicht nur
Geröll anziehen kann oder Bäume, also Gegenstände. Nein, Blackbeard kann nämlich auch noch etwas ganz Besonderes gezielt anziehen. Und das sind die Teufelskräfte. Das haben wir sehr eindrucksvoll im Kampf zwischen Ace und Blackbeard gesehen, denn hier hat der gute Teach nämlich sein Patschehändchen ausgestreckt und Ace angezogen wie einen alten Staubsauger. Krause! Als Blackbeard dann Ace zu fassen bekommen hat, konnte sich dieser auf einmal nicht mehr in Feuer verwandeln. Seine Teufelskraft war zu der Zeit, in der Blackbeard ihn berührt hat, weg. Er konnte sie nicht mehr benutzen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Blackbeards Kraft nicht denselben Effekt hat wie Meerwasser. Ich sag es nochmal, Blackbeards Kraft hat nicht denselben Effekt wie das Meerwasser. Er kann nämlich viel mehr. Meerwasser hat den Effekt, dass es den Teufelskraftnutzer schwach macht. Aber trotzdem verliert der Teufelskraftnutzer nicht seine Kraft. Ein ganz gutes Beispiel, was das verdeutlicht, ist zum Beispiel der Kampf von Ruffy und Arlong. Denn da wurde Ruffy von Arlong ins Wasser geschmissen und trotzdem war er aber unter Wasser immer noch ein Gummimensch. Wenn er das nicht gewesen wäre, hätten Zoro und Sanji seinen Hals nicht dehnen können, damit er atmen kann. Das ist der ganz große Unterschied nämlich zu dem, was Blackbeard kann. Denn Blackbeard kann etwas viel Besseres. Blackbeard kann die Teufelskraft eines Nutzers aufheben bzw. annullieren, wenn ihr so wollt. In dem Moment, wo Blackbeard euch anpackt, habt ihr keine Teufelskraft mehr. Die ist weg. Futsch, nicht mehr da. Hier gibt es auch wieder ein ganz gutes Beispiel von Ruffy. Nämlich als Blackbeard und Ruffy sich im Impel Down begegnet sind, da haben sie sich einen ganz kurzen kleinen Schlagabtausch geliefert. Und Blackbeard bekommt da Ruffy zu packen und schmettert ihn volles Karacho auf den Steinboden. Und was passiert? Ruffy kriegt sofort Schaden und fängt an zu bluten. Und auch die Herumstehenden, zum Beispiel Sir Crocodile, sind auch ein bisschen verwirrt, weil sie ja wissen, dass Ruffy eigentlich aus Gummi besteht und ihm das eigentlich gar nicht so viel ausmachen dürfte. In dem einen Moment, in dem Blackbeard einen Teufelsfruchtnutzer zu fassen bekommt, also zum Beispiel Ruffy, verliert er einfach komplett seine Teufelskraft. Ruffy ist bei der Berührung von Teach kein Gummimensch mehr, sondern nur noch ein stinknormaler Mensch. Und deswegen tut es ihm dann auch weh, wenn er mit vollem Karacho in den Steinboden geschmettert wird. Und genau das ist der richtig, richtig, richtig große Vorteil von Blackbeards Teufelsfrucht, den viele nicht richtig durchdenken, meiner Meinung nach. Denn er kann einem die Teufelskraft wirklich komplett annullieren. Sobald Blackbeard dich zu packen bekommt, ist deine Teufelsfrucht im Prinzip weg, nicht mehr da. Futsch, als hätte sie nie gegeben. Und das ist nämlich der große Unterschied zu Meerwasser. Meerwasser macht dich nur schwach, du hast deine Kraft aber noch. Aber Blackbeard kann dir deine Kraft wegnehmen. Das macht Blackbeard natürlich sehr mächtig, denn dadurch kann er jeden anderen Teufelsfruchtnutzer ausstechen, aber natürlich noch nicht unbesiegbar. Und das sehen wir ganz gut im großen Ereignis, als Blackbeard nämlich Whitebeard zu fassen bekommt. Also irgendwie gibt's in One Piece viel zu viele Bärte. Und wenn ich das sage, dann will das was heißen. Und Whitebeard dann auch merkt, dass er seine Teufelskraft auf einmal nicht mehr einsetzen kann, aber er dann stattdessen einfach halt sein riesiges Schwert nimmt und das Teach halt einfach mal in die Seite haut. Und das ist natürlich für Teach extrem schmerzhaft, denn er muss das ja aufnehmen und kann nicht ausweichen. Und dann lässt Teach ihn los und Whitebeard hat seine Kraft wieder und dann gibt es ihm so richtig. Und das ist für Teach natürlich extrem schmerzhaft und noch schmerzhafter wie bei normalen Menschen, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Dadurch hat also Blackbeard mit seiner Finsternisfrucht einen sehr großen Vorteil, aber auch einen sehr großen Nachteil. Okay, Blackbeard hat also Pro und Contra für seine Kraft. Was denkt ihr? Überwiegen die Vorteile seiner Kraft die Nachteile seiner Kraft? Macht euch mal kurz Gedanken darüber. Geht das mal im Kopf durch. Was denkt ihr? Findet ihr, dass die Vorteile die Nachteile aufwiegen? Tut es. Ich warte hier. Denkt ihr, seid zum selben Schluss gekommen wie ich? Nein, natürlich überwiegt das Ganze noch nicht. Das allein macht Blackbeard jetzt nicht wirklich unbesiegbar oder besonders krass. Mach dich krass, krass, krass. Wir trainieren 8 Wochen zusammen, nur 3x 20 Minuten pro Woche. Denn da muss ja nur jemand wie Whitebeard vorbeikommen, der sich davon nicht großartig beeindrucken lässt und Blackbeard links einfach eine scheuern und dann war es das wieder mit seinem Vorteil. Trotzdem hat Blackbeard sein gesamtes Leben nach dieser einen Teufelsfrucht gesucht. Er hat sogar seinen Kameraden Thatch umgebracht, nur um an diese verdammte Frucht zu kommen. Was soll das jetzt heißen? Was sagt uns das?
ist Blackbeard einfach blöde? Hat er das Ganze nicht so richtig durchdacht mit der Teufelsfrucht? Der Mann, der Ruffys Endgegner wird, der Mann, der die gleichen großen Ambitionen wie Ruffy hat und auch das Zeug dazu hat, das Ziel zu erreichen, dieser Mann soll einfach ein Trottel sein, der einen Plan schmiedet, jahrelang das Gegenteil zu Ruffy darstellt und dann auf einmal merkt, dass seine Idee verdammt nochmal scheiße war? Nein, ist er natürlich nicht. Denn Blackbeard hat bei den ganzen kleineren Vorteilen und großen Nachteilen nämlich noch einen Vorteil, der alles andere überschattet und sehr viel besser ist. Das übersehen aber viele Leute immer oder schreiben das nicht seiner Teufelsfrucht zu und suchen immer irgendwelche andere Gründe dafür. Aber was die Finsternisfrucht ihm erlaubt, ist nämlich einfach, dass er dauerhaft für immer Teufelsfrüchte stehlen kann und sie sich selber zu eigen machen kann. Oh, ganz kontrovers, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß, es gibt ganz viele Fantheorien, die nämlich versuchen, das Gegenteil zu beweisen und diese Eigenschaft von Blackbeard, dass er zwei Teufelsfrüchte auf einmal haben kann, einfach etwas anderem zuschreiben wollen, einer weiteren Teufelsfrucht oder irgendeinem Gegenstand oder was weiß ich denn noch. Aber Leute, diese Fantheorien sind in der Regel ausgemachter Bullshit, weil sie absolut keine Belege haben für das, was sie uns erzählen wollen und bei genauerer Betrachtungsweise auch gar nicht so richtig Sinn ergeben. Ich weiß, es gibt da wirklich sehr viele populäre Blackbeard-Fan-Theorien, warum das so ist, aber damit ihr nicht auf die Idee kommt, mir diese Theorien jetzt unten in die Kommentare zu posten, möchte ich euch mal direkt so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und euch zwei der beliebtesten Blackbeard-Fan-Theorien, die ich so im Netz gesehen habe, erklären und euch direkt zeigen, warum die nicht so wirklich standhalten können. Fantheorie Nummer 1. Blackbeard hat vorher schon von der Cerberus-Frucht gegessen. Diese weit verbreitete Theorie besagt, dass Blackbeard vor dem Essen der Finsternisfrucht bereits eine bestimmte Teufelsfrucht hatte. Er hätte vorher schon angeblich von der Hundfrucht Modell Cerberus gegessen. Ein Cerberus hat drei Köpfe. Danach soll Blackbeard angeblich auch die Möglichkeit haben, dass jeder seiner Köpfe eine eigene Teufelsfrucht hat. Gestützt wird das Ganze angeblich davon, dass Blackbeard damals Shanks seine Narbe mit einer Pranke verpasst hat, was die Form erklären würde. Außerdem hat Blackbeards Jolly Roger drei Totenköpfe, welche für die drei Köpfe des Cerberus stehen sollen. Außerdem gibt es dann noch in der Welt von One Piece das Konzept des Cerberus in der Mythologie an sich, auch wenn wir noch keinen echten Cerberus gesehen haben. Leute, das ist aber leider Bullshit! Ja, es ist natürlich ganz richtig, dass Shanks so eine Narbe hat. Aber im Flashback von Whitebeard sehen wir, dass Teach damals einfach eine Art Krallenwaffe benutzt hat, um Shanks diese Narbe zuzuführen. Stellt euch das so ähnlich vor wie bei Vega von Street Fighter. Das hat also absolut gar nichts mit einer Pranke, die er hat, zu tun oder irgendwas. Das liegt einfach nur an seiner Waffe. Und ja, er hat drei Totenköpfe auf seinem Jolly Roger. Aber die Zahl 3 könnte für sonst was stehen. Vielleicht ist die 3 einfach seine Lieblingszahl. Vielleicht hat er drei Nippel. Was weiß ich? Okay, natürlich wird die Zahl 3 irgendwas Wichtiges mit Blackbeard zu tun haben. Aber ich persönlich sehe hier einfach nur das Foreshadowing, dass Blackbeard am Ende halt drei verschiedene Teufelsfruchtarten haben wird. Eine Logia, eine Paramecia und eine Zorn. Und die Logia und die Paramecia hat er schon. Wenn Blackbeard auch schon eine Zornfrucht haben sollte, also wirklich eigentlich ein Cerberus-Mensch wäre, dann hätte er diese Kraft doch sicherlich schon im Kampf gegen Ace ausgepackt, oder meint ihr nicht? Oder selbst wenn er es dann nicht gemacht hat, denn immerhin hat er ja gewonnen, dann hätte er es doch spätestens beim großen Ereignis rausgeholt, wo er wirklich seine gesamte Kraft gebraucht hätte, wo Whitebeard ihn noch wirklich extrem hart umgehauen hat. Spätestens da hätte er doch all seine Kräfte in Form der Cerberusfrucht mobilisiert und hätte doch zurückgeschlagen. Hat er aber nicht gemacht. Und deswegen hat er auch keine. Außerdem wird angedeutet, dass Blackbeard sich überhaupt nicht sicher war, ob sein Plan überhaupt klappt, sich Whitebeards Teufelsfrucht zu klauen. Wenn er sich vorher schon einmal eine Teufelsfrucht zusätzlich einverleibt hätte, dann hätte er gewusst, dass das funktioniert. Dann hätte er daran nicht zweifeln müssen. Hat er hier aber. Deswegen ist das auch nochmal einmal unlogisch. Außerdem, warum sollten drei Köpfe dafür sorgen, dass Blackbeard mehrere Teufelsfrüchte haben kann?
Die Teufelskraft steckt im gesamten Körper und nicht nur in seiner Birne. Nach dieser Logik, die es da gibt bei dieser Theorie, müsste Blackbeard eigentlich 4 Früchte haben dürfen und nicht nur 3. Denn erstmal die Cerberus-Frucht, um überhaupt halt ein Cerberus zu werden, und dann noch jeweils eine weitere Teufelsfrucht für jeden Kopf. Auch Gegenstände können Teufelsfrüchte zu sich nehmen. Denk zum Beispiel an die Dackelpistole aus Alabaster. Heißt das jetzt, wenn ich eine Pistole nehme und der mehr als einen einzigen Lauf gebe, dass ich der Pistole dann auch mehrere Teufelsfrüchte geben kann? Nein, ist totaler Schwachsinn. Merkt da selber, ne? Zweite Fantheorie. Blackbeard ist eine menschliche Chimäre. Diese Theorie basiert grob auf der Aussage von Marco aus Kapitel 577. Da rätselt er nämlich selber darüber, wie es möglich sein kann, dass Blackbeard 2 Teufelsfrüchte hat. Und er sagt dann, dass sein Körper einfach irgendwie komisch bzw. anormal ist. Okay, aber mal davon abgesehen, dass Blackbeard aussieht wie ein Ball auf Beinen, ist für den Leser erstmal nichts Ungewöhnliches an seinem Körper. Aber wegen dieser Aussage hat sich irgendwie diese Fantheorie durchgesetzt, dass Blackbeard halt eine menschliche Chimäre sei. Ihr fragt euch jetzt sicherlich berechtigterweise, was so eine menschliche Chimäre eigentlich ist. Und ich bin kein Arzt, Gott sei Dank lässt man mich nicht auf Patienten los. Und ich bin auch kein Biologe oder irgendetwas in der Art. Und ich habe von diesen Dingen selber eigentlich gar keine Ahnung. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich jetzt Schwachsinn erzähle. Aber ich versuche das trotzdem mal ganz grob so zu erklären, es ganz vereinfacht zu machen, dass Leute mit so einem Spatzenhirn, wie ich selber nur eins habe, das auch verstehen können. Also es kann vorkommen, dass Menschen wirklich in unserer Welt 2 verschiedene Arten von Erbanlagen in sich tragen. Also wenn ihr so wollt, 2 verschiedene oder unterschiedliche DNA-Doppelhelix-Paare. Und bei einem Test, um festzustellen, ob die Person XY die Mutter oder der Vater von Kind XY ist, kann es dann vorkommen, dass der Vater- oder Mutterschaftstest negativ ausfällt für das Kind, obwohl definitiv bewiesen ist, dass das die Tochter oder der Sohn von diesem Elternteil ist. Das liegt halt daran, weil verschiedene Erbanlagen in dieser Person drin sind. Und dann kann es halt sein, dass der Test auf das eine anspringt und nicht auf das andere. Diese Theorie stützt sich jetzt also auf die aus der Luft gegriffenen Annahme, dass Blackbeard 2, 3, 4, 5, 18, keine Ahnung wie viele, verschiedene DNA-Stränge in sich drin hat. Und er deswegen mehrere Teufelsfrüchte auf einmal haben kann. Was spricht sonst noch für diese Theorie? Nichts. Aber wirklich auch gar nichts. Es gibt wirklich nur diese eine Aussage von Marco, die besagt, dass Blackbeards Körper merkwürdig ist. Und ich meine, guckt ihn euch mal an. Kommt schon, ja. Ungewöhnlich ist er auf jeden Fall. Aber for fuck's sake, das kann sonst was heißen. Vielleicht hat er einfach 3 Nippel. Warum spreche ich heute so viel über Nippel? Das macht mir irgendwie Angst. Also, dass Marco sagt, dass Blackbeards Körper merkwürdig aussieht, das kann nun wirklich alles bedeuten. Außerdem würde diese Theorie auch voraussetzen, dass Marco darüber Bescheid weiß, dass Blackbeard verschiedene DNA-Stränge in sich hat. Und ich meine, kommt schon. Ganz ehrlich. Also die Welt von One Piece wirkt schon im Vergleich zu unserer eigenen ein bisschen rückständig. Natürlich gibt es hier und da bestimmte Sachen, die ein bisschen Sci-Fi sind, wie zum Beispiel die Pazifista. Aber alles in allem ist es doch eine sehr rückständige Welt. Und ich glaube doch nicht, dass die Leute in der One Piece Welt das Wissen über DNA-Stränge haben. Ich meine, Dr. Vegapunk vielleicht oder von mir aus auch Chopper, also ein Arzt. Aber Marco wirkt nicht wie ein Arzt und ich denke nicht, dass er so ein Wissen über Blackbeards Körper haben könnte. Und das gleiche gilt natürlich jetzt auch für Blackbeard. Das setzt ja voraus, dass Blackbeard weiß, was innen drinne in seinem Körper mit seiner DNA so los ist. Und ich meine, woher soll er das wissen? Blackbeard ist jetzt auch kein Arzt. Ich meine, der hat einen eigenen Schiffsarzt. Und ich meine, wisst ihr, was für Erbgut in euren Lenden sich befindet? Also, ich weiß das bei mir nicht. Diese Fantheorie ist meiner Meinung nach also auch kompletter Bullshit. Gut, wo wir das jetzt geklärt haben, fragt man sich aber wahrscheinlich, was zum kirschtortenrammelnden Bumsklumpen ist denn nun sein Geheimnis? Ich will euch nicht enttäuschen, aber die Erklärung für Blackbeards Teufelsfruchtsituation ist wahrscheinlich viel einfacher und belangloser
als die meisten Leute einfach denken. Denn meiner Meinung nach ist es halt einfach, die Eigenschaft von seiner Teufelsfrucht, selbst die Teufelsfrüchte von anderen Leuten zu stehlen. Diese ganzen abstrusen Theorien, die irgendwie im Netz kursieren und wo ich jetzt gerade mir zwei populäre rausgepickt habe und sie zunichte gemacht habe, sind wahrscheinlich nur deswegen entstanden, weil die Leute vorher nicht richtig verstanden haben, wie Blackbeards Frucht eigentlich wirklich funktioniert. Und deswegen haben sie halt an anderer Stelle nach einer Erklärung gesucht. Aber die Erklärung ist halt einfach nur direkt vor eurer Nase. Ihr müsst sie nur lesen. Denkt doch bitte nochmal darüber nach, was ich euch am Anfang bzw. einfach früher im Video über die Teufelsfrucht von Blackbeard erzählt habe. Er ist zur personifizierten Dunkelheit geworden. Er kann alles anziehen und er kann vor allem auch die Teufelsfrüchte selber anziehen und sie negieren oder bzw. sie annullieren, sie aus dem Körper des Anwenders für einen Moment herausziehen. Er kann auch Geröll und Gebäude und Pflanzen und weiß ich nicht was alles auch anziehen, aufnehmen und in sich speichern. Ist es da nicht einfach logisch, dass wenn wir gesehen haben, dass er Teufelsfrüchte anziehen kann, er diese nicht auch einfach in sich aufnehmen und speichern kann? Und vor allem auch diese danach belieben wieder hervorholen und einsetzen kann? Okay, es wird hier wahrscheinlich eine Bedingung geben. Die Teufelsfrucht darf wahrscheinlich nicht mehr an den Nutzer gebunden sein oder mit ihm verwachsen sein. Und nur wenn sie frei ist, kann er sie in sich aufnehmen. Und wann wird eine Teufelsfrucht frei? Genau, wenn der Teufelsfruchtnutzer stirbt. Und genau dann kann Blackbeard wahrscheinlich die Frucht aus der Leiche herausholen und in sich aufnehmen. Und genau das haben wir ja auch schon im großen Ereignis gesehen. Nachdem Blackbeard Whitebeard getötet hat, hat der Gute nicht lang gefackelt und direkt eine schwarze Decke über sich und Whitebeards Leiche geworfen, um vermutlich vollkommene Dunkelheit zu haben. Ich denke, so wollte er bestimmt verhindern, dass die Teufelskraft woanders hin entweichen kann. Blackbeard hat also die Teufelsfrucht nicht auf klassischem Wege gegessen, wie es normalerweise üblich wäre. Er hat einfach nur die frei gewordene Kraft aus der Leiche von Whitebeard extrahiert, in sich aufgenommen und gespeichert. Genauso wie er das mit Steinen oder Geröll oder mit Pflanzen oder was auch immer auch tun kann. Da die Dunkelheit oder ein schwarzes Loch oder von mir aus der Weltraum nun einmal unendlich weit und unendlich tief sind. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Und sein Körper, diesen unendlichen Raum nun einmal einfach symbolisiert, hat er halt auch die Möglichkeit, mehr als eine Kraft in diesen Raum aufzunehmen. Teach war selber nicht ganz klar, inwieweit sein Körper wirklich zur Unendlichkeit geworden ist. Er hatte wahrscheinlich Angst, dass wenn er die Teufelsfrucht aufnimmt, dass er dann trotzdem irgendwie explodiert oder was auch immer. Was halt passiert, wenn man zwei Teufelsfrüchte isst. Deswegen war er sich halt auch, als er es gemacht hat, vorher so unsicher. Aber wie wir wissen, hat sein Plan nun einmal funktioniert. Und hier versuche ich jetzt einfach mal so ein bisschen den Kreis zu schließen. Denn ich habe euch ja vorhin schon mal gefragt, ob ihr denkt, dass Blackbeards Teufelsfrucht es wert war, all diese Sachen vorher zu tun oder das Risiko, die sie mit sich bringt, einzugehen. Vorher nicht. Aber unter diesem Gesichtspunkt, dass er wirklich rein theoretisch jede Teufelskraft von jedem Nutzer sich stehlen kann, dann doch wohl schon eher schon, oder meint ihr nicht? Ich meine, euch muss einfach mal klar sein, was das Ganze bedeutet. Blackbeard kann mit seiner Teufelskraft alle anderen Teufelskräfte annullieren und dann kann er den Nutzer töten und dann kann er die frei gewordene Frucht sofort in sich aufnehmen und weitergeben. Ich meine, das ist ein total krasser Vorteil und das ist auch genau das, was Blackbeard in der neuen Welt zurzeit treibt. Das haben wir im Manga schon erfahren von Jinbei. Das ist genau das, was Blackbeard macht und wahrscheinlich hat sich Blackbeard genau so auch den Titel eines Kaisers gesichert. Die wirklich verbleibende Frage ist jetzt, ob Blackbeard wirklich nur eine gewisse Anzahl von Teufelsfrüchten in sich selber aufnehmen kann und sie auch wirklich benutzen kann. Oder ob er, weiß ich nicht, 37 verschiedene Kräfte auf einmal haben kann. Und dann ist noch eine andere Frage, ob er die Teufelsfrüchte halt auch an seine Crewmitglieder weitergeben kann. Ich persönlich glaube schon, dass er das kann, denn das würde vielleicht erklären, warum sich diese ganzen Großkaliber-Piraten, die schon seit Ewigkeiten im Impel Down eingeschlossen waren, sich so einfach Blackbeard, einer für sie komplett unbekannten Person, sofort angeschlossen haben.
Wahrscheinlich hat er ihnen einfach erzählt, was sein Plan ist, was er vorhat mit seiner Teufelsfrucht zu machen und ihn halt jede Teufelsfrucht, die sie sich nur vorstellen können und die sie sich nur wünschen können, auf einem Silbertablett serviert. Und da haben diese alten Seebären natürlich sofort das Potenzial erkannt und sind dann mit Blackbeard losgezogen. Ich glaube also schon, dass Blackbeard in der Lage ist, geklaute Teufelsfrüchte auf seine Crew zu übertragen und somit neue Teufelsfruchtnutzer außer ihn halt zu schaffen. Wie er das kann und wie er das schafft, da muss ich jetzt zugeben, muss ich selber auch halt ein bisschen im Leeren herumgreifen. Aber ich versuche das trotzdem mal ein bisschen logischer zu machen. Denn wir haben ja schon vorher gesehen, dass Blackbeard nicht nur Gegenstände und Teufelsfrüchte, sondern auch Personen in sich aufsaugen kann. Wie wäre es denn, wenn Blackbeard eine Teufelsfrucht in sich aufnimmt, sie speichert und dann zum Beispiel ein Crewmitglied von sich einsaugt und dann mit seiner Anziehungskraft, mit seiner Schwerkraft, beide Sachen, die Teufelsfrucht und das Crewmitglied, so krass zusammendrückt, dass die Sachen miteinander verschmelzen und dann hast du halt einen neuen Teufelskraftnutzer und dann lässt er die Person einfach wieder frei. Wäre ja möglich vielleicht. Man könnte das Ganze auch noch weiter spinnen, denn es gibt ja auch die populäre Theorie, dass Blackbeard ein Messer hat, mit dem er die Teufelsfrüchte rauben kann, was auf den Anime zurückgeht, weil da nämlich eine Szene gezeigt wird, wie Blackbeard ein Messer in der Hand hat, als er Thatch getötet hat. Hey, Sir. Omoshiroi mon mizuketase. Oh, sore Akuma no Mika? Mada nan no Mika wa wakaranai kedo ne. Aber das ist halt im Anime, das kam im Manga nicht vor. Deswegen kann man das halt nicht als verlässliche Quelle herbeiziehen. Aber wir haben trotzdem gesehen, dass Jesus Barges auf Dressrosa halt ein Messer dabei hatte und damit halt Teufelsfruchtnutzer angegriffen hat, um ihre Kräfte zu klauen. Barges hat ja jetzt nicht die Dunkelheitsfrucht von Blackbeard, aber trotzdem war er der Meinung, dass er mit Hilfe von dem Messer diese Teufelsfrüchte stehlen kann. Eventuell hängt das ja mit Blackbeards erwachter Teufelsfrucht zusammen. Wir haben ja zum Beispiel bei Deflamingo gesehen, dass seine erwachte Teufelsfrucht es ihm ermöglicht, andere Gegenstände in Schnüre zu verwandeln. Vielleicht kann Blackbeard ja mit seiner erwachten Dunkelheitsfrucht Gegenstände mit seiner Dunkelheit versehen. Also sprich, wenn ich ein Messer hätte und ich würde eine Banane damit schneiden, dann würde vielleicht die Banane, die ich schneide, in das Messer eingezogen werden. Und wenn das Messer dann zurück zu Blackbeard gebracht wird, könnte er die Banane dann vielleicht wieder rausholen. Wenn ich also mit so einem Messer einen Teufelsfruchtnutzer absteche, dann kann es ja sein, dass ich dadurch dann in dem Messer die Teufelsfrucht speichern kann. Ist jetzt wirklich nur meine spontane Idee. Ich habe dafür auch keine Belege, aber ich finde, das klingt logisch als so ein Blödsinn wie doppelte DNA-Stränge. Jetzt zieht euch also mal rein, was der alles kann. Ziemlich fieser Fettsack, was? Übrigens glaube ich nicht, dass Blackbeard wirklich schlag mich tot wie viele Teufelsfrüchte haben kann. Zumindest für sich selber. Ich glaube, er kann wirklich nur 3 auf einmal aktiv nutzen. Denn ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass dieses Teufelsfrucht-Mehrfach-Ding ein großes Maß an Konzentration bei Blackbeard erfordert. Denn wir wissen ja, eigentlich kann man nur eine einzige Teufelsfrucht haben. Und bei Zweien würde der Körper zerplatzen oder explodieren oder was auch immer. Wenn man sich jetzt Teachs Kampfstil so ansieht, dann sollte einem auffallen, dass er immer nur mit der rechten Hand die Dunkelheitsfrucht benutzt und mit der linken Hand die Erdbebenfrucht. Ich stelle jetzt einfach mal die gewagte Theorie auf, dass Blackbeard seinen Körper mit Hilfe seiner Kraft innerlich gespalten hat. Die rechte Seite ist für die Dunkelheitsfrucht, die linke Seite ist für die Erdbebenfrucht. Das kostet ihn sicherlich ein hohes Maß an Konzentration und Ausdauer. Schließlich muss er die ganze Zeit über diesen Zustand bewusst aufrechterhalten. Ruffy zum Beispiel ist immer Gummi, ob er sich nun darauf konzentriert oder auch nicht. Deswegen kann Teach, glaube ich, auch nur noch eine einzige Frucht einsetzen. Und daher würden dann halt auch die 3 Jolly Rogers als Foreshadowing auf seiner Flagge kommen. Und nicht, weil er ein Cerberus ist oder sonst was. Okay, Teach hat jetzt also schon eine Logia, die Dunkelheitsfrucht, und eine Paramecia, die Erdbebenfrucht. Was da fehlt jetzt noch, um das Trio komplett zu machen, wäre halt eine Zornfrucht. Also eine tierische Teufelsfrucht, die es ihm ermöglicht, sich in ein Tier zu verwandeln. Aber welche Frucht würde sich für Teach jetzt in diesem Fall wirklich noch anbieten?
Wenn man mal nur von seiner Statur ausgeht, dann finde ich persönlich immer, was ganz gut passen würde, wäre eine Bärenfrucht, weil er einfach sehr kurze Beine hat, relativ lange Arme und einen dicken Wanst. Und Bären sind natürlich auch sehr stark und kräftig. The bears catch only the tastiest, most tender salmon. Which is exactly what we at John West want. Oder was auch sehr gerne von anderen Fans vorgeschlagen wird, ist die Oni-Frucht. Also ein Oni, ein japanischer Dämon. Und das würde halt irgendwie das Gegenstück zu Sengoks Buddha-Frucht bilden. Aber ich persönlich glaube wirklich, dass Teachs Plan, sich auf Whitebeards Schiff aufzuhalten und sich die Erdbebenfrucht zu stehlen, nur der erste Schritt in seinem Plan war. Und dass er noch eine weitere Frucht von Whitebeards Bande haben wollte. Was war jetzt nämlich nochmal der große Nachteil der Dunkelheitsfrucht? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Teach alles in sich aufnehmen muss. Jeden Schmerz, jede Attacke und so weiter und so fort. Wenn da also eine fatale Attacke kommt, dann muss er die in sich aufnehmen. Er kriegt eine riesige Wunde und das könnte ihn im Prinzip, wenn man ihn nur hart genug schlägt und schneller ist als er, ihn sofort ausnocken und ihn töten. Er bekommt alles volles Brett ab. Und wie gut wäre es da, wenn es jetzt eine Zornkraft gäbe, mit der man sich irgendwie dagegen schützen kann. Oder noch viel besser, die Attacken und den Schmerz und die Wunden, die er erleiden muss, dass man die irgendwie heilen kann. Ich denke, ihr habt das jetzt natürlich schon verstanden, worauf ich hinaus will. Ich spreche natürlich von Marcos Phönixfrucht. Marco war der erste Divisionskommandant in der Whitebeard-Bande und damit wahrscheinlich auch das zweitstärkste Mitglied in der gesamten Bande. Und mit seiner Kryptozornfrucht, der legendären Phönixfrucht, kann er sich in den sagenumwobenen Phönix aus den alten Legenden verwandeln. Und ein Phönix kann halt aus der Asche immer wieder auferstehen. Das heißt, wenn Marco Angriffe erleidet, dann kann er diesen zwar nicht ausweichen, aber er kann jede Wunde, die er erleidet, sofort wieder durch sein Phönixfeuer verschließen und quasi erneuern. Das heißt, er ist im Prinzip unzerstörbar. Das kommt einer normalen Logia-Frucht schon ziemlich nahe, wenn es nicht sogar noch besser ist als eine normale Logia-Frucht. Und meint ihr nicht, dass diese Teufelsfrucht, dieses Erneuern, dieses Heilen der Wunden, sich perfekt dafür eignen würde, Teachs offensichtliche Schwächen auszugleichen? Und wenn ihr es jetzt für unwahrscheinlich haltet, dass Blackbeard Marco umhaut, dann muss ich euch sagen, na, nee, leider ist das tatsächlich schon passiert, denn wir hatten jetzt erst vor kurzem im Manga die Info bekommen, dass es einen Kampf zwischen den hinterbliebenen Whitebeard-Piraten gab mit den Blackbeard-Piraten und dabei soll Marco und die restlichen Whitebeard-Piraten eine unfassbar niederschmetternde Niederlage bekommen haben. Und ich frage euch jetzt einfach mal, was kann denn beschämender oder demütigender sein für Marco, als dass Blackbeard ihn besiegt und ihn anschließend auch noch seine Teufelsfrucht klaut. Seine Superkraft, das, was ihn ausmacht. Das ist schon ein ziemlich hartes Stück. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das möglich sein soll, denn er kann ja eigentlich nur von toten Menschen die Teufelsfrüchte klauen, dann sage ich auch, ja, okay, vielleicht hängt das auch mit dem Erwachen seiner Teufelsfrucht zusammen. Vielleicht hat er mittlerweile einen Weg gefunden, Teufelsfrüchte auch schon bei lebenden Personen zu extrahieren. Das würde doch auf jeden Fall eine unfassbar krasse Niederlage für die sein, oder meint ihr nicht? Und definitiv wird das auch nochmal aufgegriffen werden, da ja jetzt Nekomamushi sich auf die Suche nach Marco begeben hat. Und das wird auf jeden Fall wieder später ein Thema werden. Nur fürs Protokoll, ich denke jetzt nicht, dass Blackbeard eine fette Phönixwachtel ist, die mit seinen Stummelflügelchen durch die Gegend flattert. Nein, ich stelle mir das eher so vor, dass er ja seinen Körper, wie ich vorhin schon gesagt habe, innerlich gespalten hat. Und das halt, wie gesagt, die Dunkelheitsfrucht für den rechten Arm ist, die Erdbebenfrucht für den linken Arm und die Mitte, sprich sein Kopf, sein Torso und seine Stummelbeinchen, dann wahrscheinlich für die Phönixfrucht da sind. Das nimmt ja auch bei seinem Körper die meiste Masse ein. Hier ist er am größten angreifbar. Und ich denke, das wäre dann der Platz an seinem Körper für die Phönixfrucht. So, und jetzt stellt euch das Ganze mal in der Kombination vor. Dunkelheitsfrucht, Erdbebenfrucht, Phönixfrucht. Tja, das ist definitiv die Definition von Imba.
Ja, und jetzt könnte man sich natürlich fragen, was kann Ruffy solch einem Monster entgegenbringen? Schließlich soll Blackbeard ja Ruffys Endgegner werden, aber wie soll er sich dagegen verteidigen? Wo soll das alles hinführen? Aber keine Sorge, ich habe das im Griff. Denn ich habe natürlich auch bestimmte Ideen zu der Endschlacht oder zu dem eigentlichen Endkampf in One Piece. Und hier seid jetzt ihr gefragt. Ich habe nämlich noch die Idee für eine kleine Umfrage. Möchtet ihr, dass ich im nächsten One Piece Video genau dieses Thema erörtere, also wie die Endschlacht wahrscheinlich aussehen wird, wie der Endkampf wahrscheinlich ablaufen wird, was am Ende von One Piece passiert? Oder wollt ihr, dass ich ein komplett anderes Thema beleuchte, worüber ich bisher noch gar nicht gesprochen habe, das ich jetzt aber auch noch nicht ankündige? Dazu packe ich euch wieder unten in die Videobeschreibung eine Umfrage. Das war's jetzt mit meiner Erklärung zu Blackbeards Teufelsfrucht. Ich hoffe, das Ganze ist für euch einleuchtend und ich konnte ein paar Fragezeichen auf euren Kopf in Ausrufungszeichen verwandeln. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr es liked, ihr es teilt, an Leute schickt, die es eventuell auch interessieren könnte. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, 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 sehr freuen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich... Haunse Baunse! Yeah.